Ja, und damit moin und herzlich willkommen zu diesem neuen Vlog. Und ich muss sagen, ich weiß jetzt gar nicht so, was ich direkt immer vloggen soll, weil ich habe immer schon so viel gezeigt von meinem Alltag. Und die Vlogs bestehen eigentlich immer nur aus irgendwelchen Events oder Sachen, die ich mache. Und da habe ich mir einfach mal wieder gedacht, ich mache einfach mal wieder einen ganz Standard-Classic-Vlog von mir, so wie ich ihn früher auch schon immer gemacht habe. Ich zeige einfach so, was ich privat jetzt mache und... Was soll ich sagen? Es ist Anfang des Monats, Wochenende. Und was heißt das immer so? Es heißt so ein bisschen putzen. Und dazu gehört natürlich auch der Schreibtisch, das Zimmer, ein bisschen saugen. Alles immer schön clean halten, dass nicht so viel Staub rumfliegt. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt einfach mal. Und ich probiere mal eine andere Perspektive von der GoPro aus. Und ich stelle euch einen schönen Zeitraffer. Und dann gucken wir mal, was dabei so rumkommt. Und dann machen wir einfach mal wieder so ein bisschen Standardkram, weil es sind ja auch einige neu auf meinem Kanal und haben vielleicht die alten Vlogs nicht gesehen. Deswegen hier jetzt einfach mal schön Standard-Raphael-Vlog mit allem Ganzen, was ich so immer privat zu tun habe. Viel Spaß! So, das war's jetzt auch schon wieder. So schnell ging das ja. Ist ja nicht viel zu tun. Aber es muss halt eben auch gemacht werden. Einfach ein bisschen Staub wegmachen und so weiter. Und jetzt heißt es natürlich, das Chaos dann auch wieder wegräumen und sauber machen insgesamt. Und steht der Technikkoffer. Da ist noch ganz schön viel Kram, was noch aufgeräumt werden muss. Und es muss alles wieder einmal hergerichtet werden. Von daher werde ich das jetzt mal eben dann noch machen und ja, den ganzen Kram mal wieder wegräumen. Ja, es ist nun endlich geschehen. Ich habe es getan und es wurde auch irgendwann Zeit, weil ich habe jetzt mittlerweile gemerkt beim Fotomachen, ich brauche nochmal so einen extra Kick dann im Nachhinein bei den Fotos und das ist eben mittels der Bearbeitung ja vollzogen worden. Bei mir meistens immer durch Lightroom halt die App, die auch super gut ist und total viele coole Sachen machen kann. Bloß ich habe mir jetzt auch endlich mal ja, so ein kleines Upgrade gegönnt und habe hier eben Photoshop und Lightroom mir geholt. Eben diese Creative Cloud damit, den 20 GB Cloud-Speicher. Und ja, Photoshop, das kann ich so ein klein bisschen irgendwie, habe ich das irgendwie, ja, mir über die Zeit, über die Videos halt eben angeeignet, die ich auch dann gesehen habe von einigen Photoshop-Sachen. Bloß bei Lightroom bin ich halt einfach so ein bisschen überfordert gerade. Und deswegen werden sich jetzt ganz viele Videos und Tutorials reingezogen, die ich dann eben mir anschauen kann und dann eben Lightroom verstehe. Und irgendwann kann ich dann auch ganz gut bearbeiten und das wird auf jeden Fall ziemlich cool. Und ja, ich habe ein neues Thema gefunden, wo ich mich jetzt reinfuchsen muss. Aber es ist natürlich auch sehr schön. Von daher, das wollte ich noch einfach einmal informiert haben. Ich habe mir das Einjahresabo jetzt geholt, dass ich die Einjahreslizenz habe. Und dann gucke ich mal, ob ich mir das dann fürs nächste Jahr auch hole, verlängere. Aber mal sehen. So, es geht wieder weiter. Morgen geht es auf einen kleinen Ausflug, wo ich eben auch wieder ein bisschen viel Zeug mitnehmen muss, beziehungsweise will, denn ich werde natürlich auch wieder fotografieren. Treffe mich mit einer Freundin von mir und da wollen wir ein paar tolle Fotos machen. Und dazu packe ich jetzt einfach mal ein bisschen Kram zusammen. Natürlich eben Kamera. Da werde ich meine G70 mit zwei verschiedenen Objektiven, in diesem Falle das 12-60 und das 25mm Objektiv. Und dann kommt dazu eben noch ein bisschen anderer Kram, wie zum Beispiel Licht und eben zwei Stative eben auch. Und dann ja, natürlich noch Laptop, Festplatte, Adapter und all so ein Kram. Und dann ja, wird das jetzt alles zusammengepackt von mir und dann geht es dann auch morgen los. Natürlich noch einmal so ein klein bisschen das Zimmer aufräumen, aber sonst war das auch schon wieder alles. Aber es muss natürlich eben auch gemacht werden, sowas, von daher. Aber das nimmt dann eben auch natürlich immer ein bisschen Zeit in Anspruch, von daher. Aber jetzt geht's erstmal direkt an die Sachen.
Ja, und damit verabschiede ich mich auch schon wieder von dir, denn es ist echt nicht viel passiert diesen Monat. Das wird nächsten Monat garantiert anders. Das kann ich dir schon jetzt versprechen, denn es ist so viel geplant für den nächsten Monat. Und ich muss sagen, ich habe trotzdem viel gemacht sozusagen in diesem Monat. Naja, das Anwaden spricht für sich, würde ich mal sagen an dieser Stelle. Und es sind trotzdem Sachen entstanden. Ich habe viel fotografiert wieder. Ich habe viel wieder einfach privat auch fotografiert und nicht so viel gefilmt eben, um einfach auch da ein bisschen wirklich ernsthafte Fortschritte zu machen. Und eben Lightroom und Photoshop habe ich so ein bisschen in Angriff genommen und habe noch eben ein paar andere Projekte gehabt, die ich jetzt mal in Angriff nehmen musste. Aber ja, ist ja auch nicht schlimm, wenn man mal einen relativ kurzen Vlog dazwischen hat. In dem steckt aber trotzdem relativ viel Arbeit, vor allen Dingen die letzten Szenen hier eben. Deswegen, wenn es dir gefallen hat und du mich unterstützen möchtest, dann lass gerne Daumen nach oben da und abonniere meinen Kanal, um kein weiteres Video zu verpassen. Denn ich muss sagen, der nächste Vlog wird einfach heftig, das weiß ich jetzt schon. Der wird garantiert auch wieder Überlänge haben, weil ich habe jetzt schon einiges geplant. Es geht wieder auf eine kleine Reise, beziehungsweise zwei kleine Reisen. Und da werde ich dich natürlich immer mitnehmen und da wird ganz, ganz viel Material bei entstehen. Da freue ich mich jetzt schon sehr, sehr drauf. Von daher, ich bin gehypt und ja, der Monat ist zu Ende. Ich wünsche dir einen wunderschönen 1. April. Ich hoffe, du bist nicht allzu doll in die Pfanne gehauen worden, aber wenn das der Fall ist, dann naja, war es das eben so. Ich weiß es bei mir tatsächlich ja noch nicht, weil ich ja jetzt im Vorhinein schon aufnehme. Von daher, jetzt hin und her mit den ganzen Zeitsprüngen. Wenn du das letzte Reisenvideo noch nicht gesehen hast, ne, dann klick mal hier drauf. Da kommst du entweder zu dem Video, wo ich in Dänemark war, oder hier rauf, dann kommst du zu dem Video, wo ich in Dänemark war. Das waren nämlich auch zwei sehr schöne Reisen und ja, wie gesagt, Daumen nach oben nicht vergessen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.